Achtung! Sie sehen jetzt einen kreativen Film. Bremen ist eine kreative Stadt. Deshalb gibt es hier sehr viele Kreative. Egal, ob sie designen, musizieren, ob sie Häuser bauen oder Texte schreiben, ob sie sich um Kunst kümmern oder um Kultur, sie haben alle etwas undefinierbar Gemeinsames. Wahrscheinlich die Kreativität. Aber da scheint noch mehr zu sein. Viele von ihnen haben Unternehmen gegründet. Viele sind angestellt. Viele sind frei. Frei ist man, wenn man kein festes Einkommen hat und sich selber um Jobs kümmern muss. Für alle gilt, sie müssen außerordentlich innovativ sein und immer auf der Höhe der Zeit. Das bedeutet viel harte Arbeit und viel harten Wettbewerb. Kreative sind auch einsam. Nicht, dass sie keine Partner finden, das geht schon, denn kreativ sein ist sexy. Nein, sie könnten mehr miteinander sprechen, sich besser kennenlernen und mehr zusammenarbeiten. Deshalb gibt es den Club Dialog. Da treffen sich die Kreativen. Manchmal essen sie zusammen Abendbrot, manchmal trinken sie miteinander und dabei zeigen sie sich gegenseitig, woran sie gerade arbeiten. Dabei lernen sie sich kennen und tauschen sich untereinander aus. Zum Beispiel über Erträge und Vermarktung ihres Schaffens. Manchmal kommen so viele zusammen, dass man gar nicht genau sieht, was sie gerade machen. Aber sie reden miteinander und schmieden Allianzen, denn gemeinsam sind sie stärker. Jetzt können sie größere Aufgaben wuppen, mehr Kunden nach Bremen holen und mehr Geld verdienen. Deshalb ist der Club Dialog gut für alle, für die Kreativen und für Bremen. Denn miteinander können sie mehr erreichen. Sei Dialog.